Wir haben einen Ton. Schönen guten Abend in Hallwang zum wievielten Mal, weiß ich nicht. Ich bin immer gern da im Salzburger Land, lauter nette Leute. Wenn noch jemand nach vorne will, da glaube ich, sind noch ein paar Plätze frei zwischendrin. Ah, da kommt noch mehr, okay. Umso schöner. Ja, da sind wir jetzt. Bloß, ihr wart's nicht auf mich, gell? Nein, der Ernst Wolf, frisch zurück aus dem Urlaub, aus einem Arbeitsurlaub, um ein neues Buch zu schreiben, sich ein bisschen zu entspannen und uns ein neues Thema näher zu bringen. Einen neuen Vortrag, der bisher in Österreich zumindest noch nie gelaufen ist. Es geht ein bisschen um Geld, es geht ein bisschen um, ja, wie soll man sagen, um diese Digitalisierung und vor allen Dingen um das, was wir alle nicht wollen, diese komische künstliche Intelligenz, die uns alle ersetzen soll, irgendwann, weil so Menschen wie ein gewisser Harari und Konsorten meinen, dass man uns nicht mehr braucht. Dabei sind wir, die wir den Frieden wollen auf diesem Planeten, die wichtigsten Teile dieser Bevölkerung und nicht die Kriegstreiber, wie sie bei uns in den Regierungen sitzen. Okay. Ich war vor 2 Wochen in Deutschland, in Wasserburg, bei der Friedenskonferenz. Da waren wir 1500 Menschen. Da war Jürgen Drebermann, ehemaliger Priester, mit dabei. Es war der Daniele Ganser mit dabei, die Ulrike Gero, die Silke Schäfer, der Hans-Joachim Maas, ein sehr, sehr wertvoller Psychologe aus Ostdeutschland. Und da hat man so richtig gemerkt, wie es gebrodelt hat mit 1500 Menschen in einer Basketballhalle. Wir waren alle relativ unsportlich, aber es hat Spaß gemacht. Jetzt spanne ich euch nicht mehr länger auf die Folter. Ihr habt es ja teilweise schon gesehen und wir haben auch ein paar Folder ausgeteilt, was wir so die nächsten 4 Monate alles vorhaben. Ist ein ganzer Batzen, aber es macht immer mehr Spaß, weil wir durch die Themen immer mehr Menschen, ich würde nicht sagen aufwecken, weil schlafen deren's nicht richtig. Aber ob wir dahin bewegen können, dass sie sich Gedanken über das machen, was die letzten 3 Jahre und für viele, die schon länger in diesen Bewegungen sind, viele Jahre falsch läuft. Man will uns manipulieren, man will Dinge von uns, die wir selber nicht wollen, vor allen Dingen, und das geht gar nicht, man will in unsere Gesundheit eingreifen und man will unseren Kindern auf die Pelle rücken. Und unsere Kinder sind außer uns selber die wichtigsten Lebewesen, die wir haben. Und das geht gar nicht, was man mit denen gemacht hat die letzten 3 Jahre. Und das dürfte man auf gar keinen Fall zulassen. Und deswegen mache ich mit meiner Assistentin und denen, die mich unterstützen, so lange weiter, bis wir von der Bühne übertragen. Okay. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dann mit dem Ernst Wolf. Ein paar technische Sachen haben wir noch. Ich möchte euch bitten, die Handys entweder auf lautlos zu schalten, am besten wäre es auf Flugmodus zu schalten. Wir haben jetzt einen Vortrag von einer guten Stunde, machen dann eine Pause und in der Pause könnt ihr, wer was zum Schreiben hat, Fragen loswerden. Bei mir, ich werde dann da draußen stehen an dem Tisch, wo ich vorher gestanden bin. Und wir versuchen dann in der zweiten Hälfte des Abends diese Fragen, soweit es möglich ist, werden nicht für alle passieren, aber soweit es möglich ist, zu beantworten. Ja. Nun, lieber Ernst, darf ich dich bitten, mich von der Bühne zu schmeißen. Es ist dein Abend, es ist dein Publikum. Danke sehr. Ganz herzlichen Dank erstmal für den freundlichen Empfang. Ganz herzlichen Dank auch an die Menschheitsfamilie, an Peter Schütte, ohne den ich heute hier nicht stehen würde und der in meinen Augen für viele ein Vorbild sein kann in dieser schwierigen Situation, in der wir uns gerade befinden. Mein Thema heute Abend ist ja eigentlich der derzeitige Frontalangriff
auf den Mittelstand. Aber bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich gern etwas zu den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten sagen. Das, was dort geschieht, hat nämlich auch erheblichen Einfluss auf den hiesigen Mittelstand und kann uns allen darüber hinaus einen Ausblick auf das verschaffen, was den Mittelstand in Zukunft erwartet. Wir müssen uns ja in der gegenwärtigen Situation nichts vormachen. Die Welt steht zusätzlich zum Krieg in der Ukraine am Rande eines gewaltigen Krieges im Nahen Osten und damit möglicherweise an der Schwelle zum Dritten Weltkrieg. Und Kriege gehen ja immer mit einer riesigen Propagandakampagne einher, in der die Öffentlichkeit von allen Seiten, von allen Beteiligten belogen, betrogen und hinters Licht geführt wird. Und deshalb sollte man gerade in der gegenwärtigen Situation die eigene Sichtweise von keiner Seite vernebeln lassen, sondern so nüchtern wie irgend möglich versuchen, die Interessenslage und die tatsächlichen Motive der verschiedenen Akteure freizulegen und vor allem herauszufiltern, wer denn im Hintergrund vom Geschehen profitiert. Dazu ist allerdings etwas erforderlich, das in unserer Zeit leider völlig in Vergessenheit geraten ist. Man muss das Geschehen nämlich geschichtlich einordnen, um auf diese Weise einen Blick auf die historischen Zusammenhänge zu bekommen. Der deutsche Philosoph Hegel hat ja einmal gesagt, das Wahre ist das Ganze. Und dieser Satz gilt heute mehr denn je. Der Dritte Weltkrieg, wenn er denn kommen sollte, hätte ja zwei Vorgänger. Den Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 und den Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945. Und da die Geschichte ja bekanntlich von den Siegern geschrieben wird, gilt hier in meinen Augen ein Satz meines Lieblingsautors Mark Twain. Nicht das, was wir nicht wissen, bringt uns in Schwierigkeiten, sondern das, was wir fälschlicherweise zu wissen glauben. Also, um den möglicherweise heraufziehenden Dritten Weltkrieg zu verstehen, ist es vor allem wichtig, sich von den in den Köpfen verfestigten Fehldarstellungen der vergangenen Weltkriege zu lösen und zu begreifen, was damals wirklich passiert ist. Also beginnen wir mit dem Ersten Weltkrieg, in dem ja angeblich die Demokratie über den deutschen Militarismus gesiegt hat und nach dessen Ende Deutschland 1919 im Vertrag von Versailles dazu verurteilt wurde, gegenüber den Opfern dieses Krieges Wiedergutmachung zu leisten, und zwar in Form von Reparationszahlungen. Das aber ist nicht wahr. Diese Reparationszahlungen sind nämlich nie bei irgendeinem Kriegsopfer angekommen. Diese Reparationszahlungen sind von Berlin aus über London, Paris und Rom direkt in die Tresore der Banken der Wall Street geflossen. Die hatten Deutschlands Gegner nämlich hohe Kriegskredite gewährt und bestanden nun auf deren Rückzahlung. Der ganz große Gewinner des Ersten Weltkrieges waren also die Banken der Wall Street, die das Morden auf den Schlachtfeldern drei Jahre lang von 1914 bis 1917 kühl kalkulierend finanziert hatten, dann aber plötzlich kalte Füße bekamen, weil es so aussah, als könne Deutschland den Krieg gewinnen. Die dann den als Kriegsgegner gewählten US-Präsidenten Wilson erfolgreich dazu drängten, einzugreifen und sich auf diese Weise die Taschen füllen konnten. Also, triumphiert haben damals Kräfte, die an keiner Kampfhandlung beteiligt waren,
denen nie ein Haar gekrümmt wurde, sondern die, während 16 Millionen Menschen umgebracht wurden, in Sicherheit und im Luxus gelebt und hinter den Kulissen absolut gewissenlos die Fäden gezogen haben. Der Zweite Weltkrieg wiederum wird uns immer als der Kampf der Demokratie gegen den Faschismus dargestellt. Auch das ist nicht wahr. Die Nationalsozialisten in Deutschland verdanken ihren plötzlichen Aufstieg Anfang der 30er Jahre dem gigantischen Wirtschaftscrash von 1929. Der aber ist nicht etwa, wie uns in der Schule beigebracht wurde, aus heiterem Himmel passiert, sondern von den Wall Street Banken vorsätzlich herbeigeführt worden. Diese Banken haben nämlich in den 20er Jahren jede Menge Kredite vergeben, anschließend von der von ihnen beherrschten US-Zentralbank Federal Reserve die Zinsen erhöhen lassen und sich nach dem Crash 10.000 kleinere Banken in den USA einverleibt und damit einen riesigen Machtzuwachs erlangt. Die Nationalsozialisten hätten den Zweiten Weltkrieg auch nicht ohne die Unterstützung der USA beginnen können. Der deutsche Einmarsch in Polen, der den Krieg auslöste, fand mit 15.000 Lastwagen der Firma Adam Opel statt. Die gehörte seit 1929 zu General Motors, das wiederum seine Kredite von den Wall Street Banken erhielt. Das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges war auch keinesfalls ein Sieg der Demokratie. Man muss sich zu diesem Zweck nur an die Wannsee-Konferenz erinnern. Dort wurde von den Alliierten der Sowjetunion unter Stalin erlaubt, sich den europäischen Osten einzuverleiben und den eisernen Vorhang zu errichten, ohne dass man die Bürger dieser Staaten auch nur gefragt hätte. Der ganz große Sieger waren also auch diesmal wieder die Banken der Wall Street. Für die 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods ein neues globales Finanzsystem errichtet wurde, das ihre Währung, den US-Dollar, zur ersten Leitwährung in der Geschichte des Geldes machte und ihnen damit und der US-Wirtschaft dazu die Möglichkeit gab, sämtliche Märkte der Erde zu erobern. Und wieder haben wir dasselbe Bild. Der ganz große Gewinner, das waren Kräfte, die an keiner Kampfhandlung beteiligt waren, die nie im Kugelhagel standen, sondern während diesmal 66 Millionen Menschen ihr Leben verloren, in Sicherheit gelebt, im Luxus geschwelgt und hinter den Kulissen eiskalt die Fäden gezogen haben. Beide Weltkriege hatten also ein und denselben Sieger, die großen US-Banken und deren Aktionäre. Und das allein sollte für uns Grund genug sein, angesichts des drohenden Dritten Weltkrieges als erstes einen Blick auf die Wall Street zu werfen. Und tatsächlich, die Wall Street ist heute mächtiger als jemals zuvor. Allerdings hat sich dort einiges geändert. Aufgrund der Finanzialisierung der Weltwirtschaft seit der Mitte der 70er Jahre hat dort ein Konzentrationsprozess stattgefunden, der zunächst die Investmentbanken und dann die Hedgefonds begünstigt hat. In den 1990er Jahren ist dann allerdings eine neue Macht entstanden, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Die Vermögensverwalter. Alleine die beiden größten unter ihnen, das sind BlackRock und Vanguard, verwalten aktuell mehr als 17 Billionen Dollar. Das ist so viel, wie China in einem Jahr an Waren produziert und an Dienstleistungen erbringt. Oder, etwas näher liegend, das entspricht dem 35-fachen
der jährlichen Wirtschaftsleistung Österreichs. Zu dieser Entwicklung im Finanzsystem ist aber noch eine zweite, parallel dazu verlaufende Entwicklung hinzugekommen, nämlich der Aufstieg der erst in den 1970er Jahren entstandenen IT-Industrie, mit der in der Wirtschafts- und Finanzgeschichte eine neue Ära eingeleitet worden ist, die neben dem Geld ein neues Herrschaftsinstrument hervorgebracht hat, die Daten. Die Digitalisierung anderer Unternehmen hat den IT-Konzernen nämlich ungeheuer viel Macht über alle übrigen Branchen verliehen, weil sie ja deren Daten und Finanzströme genau kennen und daher mehr über diese anderen Unternehmen wissen als irgendein Konkurrent jemals zuvor. Zudem ist diese neue Großmacht, an deren Spitze Konzerne wie Apple, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta, also das frühere Facebook, stehen, inzwischen mit der neuen Großmacht im Finanzsystem, den Vermögensverwaltern, verschmolzen. Die Vermögensverwalter sind Hauptaktionäre fast aller dieser IT-Konzerne, während die IT-Konzerne die Daten von BlackRock und Co. verwalten. Was aber hat das alles mit dem dritten Weltkrieg, der uns möglicherweise droht, zu tun? Nun, bei jedem Weltkrieg ging ein Problem voraus. Beim Ersten Weltkrieg war es das Wachstum Deutschlands, das nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 einen gigantischen industriellen Aufschwung erlebt hatte und nach Expansion und Rohstoffen lechzte. Die Rohstoffe aber gab es hauptsächlich in den Kolonien und die waren bereits aufgeteilt. Also griff man zur Gewalt und versuchte, den Konkurrenten diese Kolonien streitig zu machen und ganz nebenbei neue Gebiete zu erobern. Dem Zweiten Weltkrieg wiederum ging die große Depression voraus. Politik und Wirtschaft steckten damals in extremen Schwierigkeiten, suchten nach Schuldigen und nach neuen Profitmöglichkeiten. Der Krieg gab den Politikern die Möglichkeit, dem Ausland die Schuld in die Schuhe zu schieben und verhalf der Wirtschaft dazu, über die Rüstungsindustrie wieder Gewinne einzufahren. Heute, in der aktuellen Situation, sieht die Lage ähnlich, aber in einem entscheidenden Punkt doch auch anders aus. Auch heute stecken Politik und Wirtschaft bis zum Hals in Schwierigkeiten. Aber heute haben wir es nicht mit vielen verschiedenen Mächten, sondern mit einer einzigen, unumschränkten Großmacht zu tun, nämlich den digital-finanziellen Komplex, der sich in den vergangenen Jahren, wie wir in der Corona-Krise erlebt haben, alle Regierungen der Welt unterworfen hat. Dieses gigantische Kartell aus den Vermögensverwaltern mit Sitz an der Wall Street und den IT-Giganten mit Sitz im Silicon Valley hat zurzeit allerdings nicht nur ein, sondern gleich zwei riesige Probleme. Zum einen ist das Finanzsystem, auf dem seine Macht basiert, irreparabel zerbrochen. Und zum anderen stehen wir aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz vor einem gigantischen Einbruch am globalen Arbeitsmarkt. OpenAI, also das Unternehmen, das ChatGPT auf den Markt gebracht hat und vermutlich mehr als jedes andere Unternehmen über die künstliche Intelligenz weiß, schätzt, dass innerhalb der kommenden 10 Jahre 80% aller Jobs weltweit, also insgesamt 1,4 Milliarden Arbeitsplätze,
von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz betroffen sein werden. Das alles heißt, um an der Macht zu bleiben, muss das Kartell einerseits ein neues Finanzsystem etablieren und andererseits eine Lösung für eine Welt finden, in der Millionen von Beschäftigten keine Arbeit mehr finden werden. Die Lösung, auf die das Kartell setzt, lautet digitales Zentralbankgeld und darauf basierend universelles Grundeinkommen. Digitales Zentralbankgeld, englisch CBDC für Central Bank Digital Currencies, bedeutet, jeder von uns soll nur noch ein einziges Konto haben, und zwar bei der Zentralbank. Den Geschäftsbanken wird die Kreditvergabe vollständig entzogen. Sie wird ausschließlich in den Händen der Zentralbank liegen. Das aber bedeutet nichts anderes als totale Überwachung und Kontrolle. Denn das neue Geld kann an ein Ablaufdatum oder an ein Sozialkreditsystem gebunden werden. Dem Einzelnen können Strafzahlungen auferlegt oder er kann auch ganz von allen Geldströmen abgeschnitten werden. Alles Begleiterscheinungen, die den Menschen absolut nicht gefallen werden. In Nigeria läuft seit Oktober 2021, also seit etwas über 2 Jahren, ein Großversuch, der eindeutig gezeigt hat, dass die Menschen in einem Industriestaat nicht bereit sind, dieses neue Geld freiwillig zu akzeptieren. Trotz extremster Repressionen haben bis heute nur 12% der Einwohner das neue Geld in Form einer Wallet auf ihrem Handy akzeptiert. Ganz anders sieht es dagegen in China aus. Dort verfügen bereits 260 Millionen Menschen über die entsprechende Wallet. 6 Millionen Einzelhändler akzeptieren bereits das neue Geld. Was bedeutet das? Ganz einfach. Man muss diktatorische Bedingungen wie in China errichten, um mit diesem Projekt voranzukommen. Und was liegt da näher, als im Hintergrund das neue System vorzubereiten, die Menschen aber gleichzeitig unter Einsatz aller erdenklichen Mittel unter Druck zu setzen und sie so in eine so verzweifelte Lage zu bringen, dass sie das neue Geld trotz aller Abneigung akzeptieren. Und da man ja weiß, dass das aktuelle Geldsystem weichen muss, was liegt da näher, als es in seinem Endstadium nach Strich und Faden zu plündern? Genau das ist die historische Phase, in der wir alle uns aktuell befinden. Wir erleben zurzeit die größte Plünderungsorgie und einen der größten sozialen, wirtschaftlichen und finanziellen Umbrüche in der gesamten neueren Geschichte. Und einer der größten Verlierer, und damit sind wir beim Thema des heutigen Abends, ist der Mittelstand. Dabei ist es der Mittelstand gewesen, der Europa in einer gigantischen Kraftanstrengung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat, der für Beschäftigung gesorgt, junge Menschen ausgebildet und die höchste Steuerlast getragen hat. Ohne den Mittelstand wäre kein Land in Europa da, wo es heute steht. Bis heute ist es der Mittelstand, der die meisten Arbeitsplätze bereitstellt, die meisten Lehrlinge ausbildet und die meisten Steuern zahlt. Hier in Österreich mit seinen knapp 9 Millionen Einwohnern sind kleine und mittlere Unternehmen noch mehr als anderswo das Rückgrat der Wirtschaft. Sie machen 99,8% aller Unternehmen aus,
beschäftigen mehr als 2,3 Millionen oder 66% der Arbeitskräfte im Land und bilden dazu 53.900 oder 58% aller Lehrlinge aus. Bei einer solchen enormen Leistung sollte man doch annehmen, dass man dem Mittelstand einen roten Teppich ausrollt und ihn nach allen Regeln der Kunst hegt und pflegt. Aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Mittelstand wird seit Jahrzehnten gegenüber den Großkonzernen steuerlich benachteiligt, darüber hinaus über die Maßen reguliert, bürokratisch drangsaliert, von Regierungsseite immer stiefmütterlicher behandelt und sieht sich in der jüngeren Geschichte geradezu einem Vernichtungsfeldzug ausgesetzt. Warum? Sehen wir uns das Ganze in seiner historischen Entwicklung an. Während der Mittelstand nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem lokal und regional Stein auf Stein aufgebaut hat, haben zur gleichen Zeit zahlreiche internationale Großkonzerne einen gewaltigen Höhenflug erlebt. Aufgrund ihrer Marktmacht konnten diese Konzerne starken Einfluss auf die Politik nehmen und so allerlei Vergünstigungen für sich herausschlagen. So konnten sie unter anderem hohe Subventionen abgreifen und sich für ihre Standorte besonders günstige steuerliche Bedingungen sichern. Aber nicht nur das, sie konnten auch Gesetzesvorhaben beeinflussen. Entscheidend beteiligt an den Gesetzesprojekten der Europäischen Union in Brüssel ist zum Beispiel der Round Table of Industrialists, eine Vereinigung der mächtigsten Firmenbosse in Europa, also ein Zirkel von etwa 50 bis 60 Personen, zu dem jedoch kein noch so fleißiger und erfolgreicher mittelständischer Unternehmer Zugang hat. Darüber hinaus konnten und können sich die großen Konzerne jede Menge Lobbyisten leisten, die ebenfalls dafür sorgen, dass ihnen Politiker wohlgesonnen bleiben und man ihnen die günstigsten Bedingungen gewährt. Allein in Brüssel nehmen aktuell geschätzte 15.000 bis 25.000 hauptberufliche Lobbyisten mit einem Jahresbudget von 1,5 Milliarden Euro Einfluss auf die EU-Institutionen. Mit der Finanzialisierung der Weltwirtschaft brachen dann in der Mitte der 1970er Jahre vor allem für den oberen Mittelstand noch schwierigere Zeiten an. Diese Finanzialisierung, das war die Phase nach dem Nachkriegsboom, in der man der Finanzwirtschaft im Gegensatz zum Mittelstand immer neue Möglichkeiten zum Geldverdienen gewährte und ihr ermöglichte, durch immer neue Finanzprodukte riesige Gewinne einzufahren. Gleichzeitig gab es aber eine weitere für den Mittelstand schicksalhafte Entwicklung, den Aufstieg der Digitalkonzerne im Rahmen der dritten industriellen Revolution, also der Einführung des Personal Computers und der globalen Ausweitung des Internet. Mit dieser Revolution ist eine vollkommen neue Branche entstanden, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zum Albtraum des Mittelstands entwickelt hat, nämlich die Plattformökonomie. Bei der Plattformökonomie handelt es sich um Unternehmen, die das Internet benutzen, um Dienstleistungen und Waren anzubieten und deren Kontakt mit Anbietern und Kunden rein digital bleibt. Diese Plattformökonomie gehört eigentlich ins Buch der Guinness Buch der Rekorde. Bei ihr handelt es sich nämlich um die schnellst wachsende Branche, die die Wirtschaft jemals hervorgebracht hat. Das hat einen recht einfachen Grund.
Haben Unternehmen früher lokal begonnen, sich dann regional und schließlich international ausgeweitet, so zielen Plattformunternehmen heute sofort auf den Weltmarkt ab. Denn schließlich ist die Grundlage, auf der sie ihre geschäftlichen Aktivitäten betreiben, das World Wide Web. Ein hervorragendes Beispiel für diese neue Branche ist der Branchenführer Amazon. Vor weniger als 30 Jahren, im Jahre 1994 gegründet, hat sich das heute viertgrößte Unternehmen der Welt von einer New Yorker Buchhandelsplattform in Windeseile zum größten Online-Versandhändler der Welt entwickelt. Opfer dieser Entwicklung sind weltweit Hunderttausende Einzelhändler, die ihre Geschäfte aufgrund der übermächtigen Konkurrenz schließen mussten. Aber auch Produktionsbetriebe, deren Erzeugnisse Amazon natürlich nicht umsonst anbietet und die aufgrund der Schließung so vieler Einzelhändler immer stärker auf die Plattform angewiesen und ihren Bedingungen immer gnadenloser unterworfen sind. Opfer sind auch die Staatskassen, denn je größer Amazon wurde, desto weniger Steuern zahlte das Unternehmen. Heute lässt Amazon 75% seiner Geschäfte außerhalb der USA über Tochterunternehmen in Luxemburg laufen. Dort fährt der Konzern gezielt Verluste ein, die dann mit freundlicher Genehmigung der Europäischen Union in Brüssel in Steuerrabatte umgewandelt werden. Ein Geschenk, das man ganz sicherlich keinem mittelständischen Unternehmer machen würde. Ein anderes Beispiel für die verheerende Funktionsweise der Plattformindustrie bietet das Unternehmen Just Eat Takeaway, zu dem auch Delivery Hero, Lieferando, Lieferheld und Foodora gehören. Das Unternehmen bietet Lieferdienste an, lässt also Speisen und Getränke von gastronomischen Betrieben zu deren Kunden bringen. Die Gebühr dafür zahlt allerdings nicht der Kunde, sondern der Gastrobetrieb. Das allein wäre ja noch nicht so schlimm, aber Just Eat Takeaway legt eigenmächtig Websites mit den Namen von Restaurants an, ohne deren Wissen. Und da Just Eat Takeaway hohe Summen an Google bezahlt, werden diese Schattenwebsites von Google höher als die Websites der Restaurants selbst platziert, was natürlich dazu führt, dass die Gastrobetriebe in eine immer höhere Abhängigkeit von Just Eat Takeaway getrieben werden. Ein Prozess, der sich auch juristisch nicht stoppen lässt, da sämtliche Gerichtsverfahren bisher zugunsten von Google entschieden wurden. Oder noch ein anderes Beispiel, diesmal aus der Hotellerie. Wenn Sie heute als mittelständischer Unternehmer ein oder mehrere Gasthäuser oder Hotels betreiben und dafür Websites einrichten, dann können Sie sicher sein, Ihr Haus oder Ihre Häuser werden auch von Booking.com oder einem seiner Unternehmen, Subunternehmen wie Trivago angeboten werden und mit Sicherheit in der Suchmaschine von Google vor Ihrer eigenen Website geführt werden. Das heißt aber nicht nur, dass Booking.com von Ihnen eine Gebühr für die Gästevermittlung einfordern wird, es heißt auch, dass Booking.com die Geschäftsbedingungen festlegen wird, zu denen Räume gebucht werden. Dazu zählen zum Beispiel extrem kurze Stornierungsmöglichkeiten, die kleine Hotels und Gasthäuser nur sehr schwer verkraften können. Man sieht also, die Plattformökonomie hat sich wie ein Parasit auf große Bereiche mittelständischer Unternehmen gestürzt, saugt diese aus, nimmt ihnen immer stärker ihre Selbstständigkeit
und zerstört nach und nach deren Lebensgrundlagen. Und dieser Angriff hat in den vergangenen 3 Jahren eine neue Dimension erreicht. In der Corona-Krise sind Maßnahmen ergriffen worden, die nicht nur die Großkonzerne übermäßig begünstigt, sondern den Mittelstand existenziell bedroht haben. Während international operierende Unternehmen wegen der Lockdown-bedingten Ausfälle milliardenschwere Zahlungen erhielten, wurde der Mittelstand großenteils, wenn überhaupt, mit Almosen abgespeist. Dazu ein Beispiel: Während der Touristikgroßkonzern TUI im 7-stelligen Bereich gestützt wurde, tat man für die TUI zuarbeitenden Kleinunternehmer so gut wie nichts. Oder weil aufgrund zerbrochener Lieferketten die Autoproduktion ins Stocken geriet, wurde Autokonzernen staatlicherseits großzügig unter die Arme gegriffen, während die Zulieferer mit Bagatellbeträgen abgespeist wurden. Mit dem Ergebnis, dass zahlreiche von ihnen Konkurs anmelden mussten. War also die Corona-Krise selbst schon ein Desaster für den Mittelstand, so sind die Folgen der Krise nicht minder schlimm. Die Verknappung des Warenangebots durch die Lieferketteneinbrüche und die hemmungslose Geldschöpfung haben uns allen ja ein rasantes Ansteigen der Inflation beschert. Das hat den Mittelstand natürlich auch ungleich härter getroffen als die Großunternehmen, die nach Corona auf gewaltigen Reserven saßen. Noch härter trifft den Mittelstand allerdings die Gegenmaßnahme, die von der Europäischen Zentralbank gegen die Inflation ergriffen wurde, nämlich die Erhöhung der Zinsen. Diese Zinserhöhung erschwert in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit die Aufnahme von dringend benötigten Krediten und damit auch die Rückzahlung von Schulden und zwingt viele taumelnde kleine und mittlere Unternehmen endgültig in die Knie. Und mit dem Ende der Corona-Maßnahmen trat dann gleich das nächste Problem auf, der Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg, der die Inflation ja auch mit angeheizt hat, der vor allem aber die Energiepreise in die Höhe getrieben hat. Und auch damit nicht genug, haben die Regierungen in derselben Zeit nichts Besseres zu tun, als auch noch zugunsten des Klimaschutzes CO2-Steuern zu erheben und insbesondere die Landwirtschaft durch völlig übertriebene Forderungen unter Druck zu setzen. Und auch damit nicht genug, wenn der Krieg im Nahost weiter ausgeweitet wird und es sieht, alles danach aus, dann droht der Welt für den Fall, dass Iran zum Beispiel die Straße von Hormuz schließt, der nächste Ölpreisschock. Dann werden bei sehr vielen kleinen und mittleren Unternehmen endgültig die Lichter ausgehen. Wir alle gehen also, wenn die Dinge so weiterlaufen wie bisher, ziemlich dunklen Zeiten entgegen. Wir erleben, dass mit dem Mittelstand der Motor unserer Gesellschaft vorsätzlich und systematisch zerstört wird. Und zwar ohne, dass irgendjemand, der etwas zu sagen hat, einschreitet oder etwas dagegen unternimmt. Aber warum? Merkt denn niemand, dass wir wie die Lemminge auf einen Abgrund zulaufen? Dass sich vor unseren Augen eine gewaltige Katastrophe zusammenbraut? Wäre es nicht allerhöchste Zeit, die Notbremse zu ziehen und den Kurs zu ändern? Allerdings wäre es das. Und das wissen auch die Verantwortlichen. Aber das geht nicht. Es geht deswegen nicht, weil der digital-finanzielle Komplex
in unseren Tagen mit dem Rücken zur Wand steht, weil ihm seine Macht zum einen auf dem bestehenden Geldsystem und zum anderen auf der bestehenden Arbeitswelt basiert und weil beides aktuell vor unseren Augen zerbricht und das Kartell unter diesen Bedingungen nur ein einziges Ziel verfolgt, nämlich die eigene Macht unter allen Umständen in den eigenen Händen zu behalten. Im Geldsystem haben wir es mit dem höchsten Schuldenberg aller Zeiten zu tun. 350 Billionen, also 350.000 Milliarden Dollar an Staats-, Unternehmens- und privaten Haushaltsschulden weltweit werden, das kann man mit absoluter Sicherheit sagen, niemals zurückgezahlt werden können. Und in der Arbeitswelt stehen wir aufgrund der rasenden Entwicklung der künstlichen Intelligenz vor der größten Arbeitslosigkeit, die die Menschheit bisher erlebt hat. Es sind diese beiden Probleme, die den digital-finanziellen Komplex veranlasst haben, alles auf eine Karte, nämlich auf digitales Zentralbankgeld und universelles Grundeinkommen zu setzen. Unterstützt wird der Komplex dabei durch eine ganze Armada von Organisationen, die er aufgrund seiner Macht gekapert, sich unterworfen oder auch selbst gegründet hat. Die wichtigsten darunter sind die Vereinten Nationen, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Zentralbanken mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, also der BIZ in Basel an der Spitze, die Europäische Union und die Weltgesundheitsorganisation WHO. Dazu kommen zahlreiche Thinktanks, NGOs wie Greenpeace oder Amnesty International und Stiftungen wie die Open Societies Foundation von George Soros, die Bill und Melinda Gates Stiftung und das World Economic Forum des Klaus Schwab. All diese Organisationen arbeiten aktuell Hand in Hand an dem für das digital-finanzielle Kartell wichtigsten Projekt unserer Zeit, der Entwicklung und Vorbereitung der Einführung von CBDCs. Die einen direkt, die anderen indirekt, indem sie bestehende Konflikte schüren, immer neue Konfliktherde entzünden, die Menschen durch Rechteabbau und durch Einschränkungen drangsalieren, alles mit dem Hintergrund, die Aufmerksamkeit der Leute zu zerstreuen, damit sie nur ja nicht mitbekommen, wie weit das CBDC-Projekt vorangeschritten ist. Eine führende Rolle spielt dabei das World Economic Forum des Klaus Schwab. Es hat nicht nur im Jahre 2019 die wichtigsten Zentralbanken der Welt in dem sogenannten Konsortium zur Steuerung digitaler Zentralbankwährungen zusammengebracht. Es verfügt sowohl im Bereich der Wirtschaft als auch im Bereich der Politik über das einflussreichste Netzwerk der Welt und hat bei den wichtigsten Ereignissen der jüngeren Vergangenheit, also der Corona-Krise, dem Ukraine-Krieg und jetzt dem Israel-Krieg, hinter den Kulissen eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Vielen Leuten ist gar nicht aufgefallen, dass es einen Mann auf der Welt gibt, der im Ukraine-Krieg sofort zum Frieden hätte aufrufen können, weil er nämlich mit allen Konkurrenten persönlich bekannt ist und mit einigen von ihnen seit langem Freundschaft gelegt hat. Und das ist Klaus Schwab. Klaus Schwab hat lange mit Wladimir Putin zusammen die Veranstaltung in Davos eröffnet, hat gleichzeitig aber auch mit Herrn Zelensky in den letzten Jahren enge Bande geknüpft und kennt darüber auch persönlich den NATO-Generalsekretär Herrn Jens Stoltenberg, der im Jahre 2001 bei der Gründung der Gavi in Davos damals den Posten des Chefs dieser Global
globalen Impfallianz übernommen hat. Also Herr Schwab wäre eigentlich derjenige gewesen, der hätte auftreten müssen und sagen müssen, Leute, setzen wir uns doch alle mal einen Tisch und versuchen wir eine friedliche Lösung zu finden. Er hat das nicht getan. Und dahinter erkennt man eine klare Absicht. Interessant ist, dass es dazu auch eine Parallele im Israel-Krieg gibt. Also was vielen Leuten bekannt ist, ist, dass ja Joe Biden, einer der sogenannten Contributors des World Economic Forum ist, also einer der Leute, die zur Agenda mit beitragen, dass das Gleiche auch für Benjamin Netanyahu gilt. Also Benjamin Netanyahu ist auch ein Förderer der Agenda des WEF. Und dazu gehört auch Königin Rania von Jordanien, die sich ja gerade im Moment zugunsten der Palästinenser geäußert hat, aber trotzdem ihren Posten im Vorstand des WEF, das diesen Krieg ja bis heute immer in diesem Krieg immer nur auf israelischer Seite gewesen ist, nicht aufgegeben hat. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass im Israel-Krieg auch ein Phänomen von der Medienlandschaft weitgehend unterschlagen wurde. Und das ist, dass im Jahre 1999 vor dem Gazastreifen ein großes Erdgasfeld entdeckt wurde. Und dieses Erdgasfeld gehört nach dem Völkerrecht eigentlich der Bevölkerung von Gaza, also den 2,2 Millionen Menschen, die in diesem abgepferchten, offenen Gefängnis leben, auf einer Fläche ungefähr von München, also der Hälfte von Hamburg. Interessant ist, dass den Menschen dort nie das Recht zugestanden wurde, sich die Milliardengewinne selbst einzuholen, die dieses Erdgasfeld versprochen hat. Der Gazastreifen darf nämlich nichts tun ohne die Genehmigung der israelischen Regierung. Und die israelische Regierung hat Folgendes gemacht. Die hat mit Ägypten ein Abkommen geschlossen, dass Ägypten das Recht bekommt, dieses Erdölgas zu erschließen. Und der Dritte im Verbund, mit dem dieses Abkommen geschlossen wurde, ist die palästinensische Autonomiebehörde. Nun muss man wissen, dass die palästinensische Autonomiebehörde einer der größten Gegner der Hamas ist. Da wird also nach dem Prinzip Teile und Herrsche gehandelt. Und was man noch wissen muss, ist, dass der ägyptische Staatschef Al-Sisi auch ein Beitragender zur Agenda des World Economic Forums ist und das wird viele überraschen, der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas ebenfalls zum WEF gehört. Also da kann man sehen, dass es hier im Hintergrund Allianzen gibt, von denen der Welt überhaupt nichts berichtet wird, dass dort wahrscheinlich die entscheidenden, die wichtigen Entscheidungen getroffen werden und dass das, was uns vorgemacht wird als Konflikt, dass das wahrscheinlich mit der Wirklichkeit so gut wie gar nichts zu tun hat. Gut, in der Corona-Krise hat das World Economic Forum ja auch eine ganz wichtige Rolle gespielt, indem es nämlich im Jahr 2019 im Oktober das Event 201 durchgeführt hat, und zwar zusammen mit der Johns Hopkins Universität und der Melinda Gates Stiftung. Also 6 Monate bevor die Pandemie ausgerufen wurde, haben die bereits diese Pandemie virtuell durchgespielt. Bereits im Jahr 2000, wie ich gerade schon erwähnt habe, wurde übrigens auch in Davos die Gavi gegründet, also die globale Allianz für Immunisierung und Impfstoffe. Und interessant ist, dass im Jahre 2001, als diese Gavi gegründet wurde, der größte Geldgeber mit 750 Millionen niemand anders als die Bill Gates Stiftung gewesen ist, die ja in der Krise auch dann eine führende Rolle gespielt hat. Und im Ukraine-Krieg, habe ich gerade auch erzählt, stehen sich mit Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin, auch zwei Leute des WEF, einander gegenüber. Interessant ist auch noch folgende Information, dass das Unternehmen BlackRock ja in der letzten Zeit immer wichtiger geworden ist. Es ist interessant, dass der Chef von BlackRock, Larry Fink, im Jahre 2019, also vor der Corona-Krise und vor den Kriegen, in den Vorstand des WEF berufen wurde. Und da seitdem zusammen mit Klaus Schwab sitzt, im letzten Jahr noch zusammen mit Ursula von der Leyen gesessen hat, heute noch da zusammensitzt mit Frau Lagarde von der EZB und mit Frau Georgieva vom Internationalen Währungsfonds. Also da sitzen die ganzen Spitzen aus Politik und Wirtschaft direkt in einem Gremium zusammen. Gut, wir sollten uns also nicht täuschen lassen. Uns allen wird zurzeit so wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg von Politik und Medien etwas vorgespielt,
Uns werden Lügen über Lügen aufgetischt. Wir alle werden verwirrt, gegeneinander aufgehetzt und vor allem in Angst und Schrecken versetzt. Und um das Ganze auch noch zu vollenden, werden wir zurzeit auch noch mit politischer Korrektheit in Form von kultureller Aneignung, Transgender-Themen und Identitätsfragen und mit Organisationen wie MeToo, Black Lives Matter oder der vermeintlich gegen den Faschismus kämpfenden Antifa konfrontiert, die alle von hinten gelenkt und gesteuert werden und das nur zu einem Zweck, um uns durch die Beschäftigung mit Randgruppenproblemen von wirklich wichtigen Geschehen abzulenken, um uns zu schwächen, um uns gefügig zu machen und um unseren Widerstand bereits im Keim zu ersticken. Aber das alles heißt nicht, dass unser Kampf umsonst und schon gar nicht, dass er bereits verloren ist. Es gibt nämlich zwei ganz entscheidende Faktoren, die die vor uns liegende Phase beeinflussen werden. Zum einen ist der digital-finanzielle Komplex gezwungen, zu immer drastischeren Maßnahmen zu greifen, um seine Agenda durchzusetzen. Damit aber verschärft er den Konflikt zwischen sich und dem überwiegenden Teil der Weltbevölkerung. Genau diesen Prozess können wir ja zurzeit im Rahmen des Nahostkrieges beobachten. Es wird immer schwieriger, den Menschen die brutale Missachtung von Menschenrechten durch die israelische Führung zu verkaufen. Überall regt sich Widerstand. Und auch das ist der einzige Grund, weswegen einige Leute im Moment gegen diesen Krieg auftreten. Also ich glaube Herrn Guterres zum Beispiel, dem UNO-Generalsekretär, kein Wort, wenn er heute sich für den Frieden im Gazastreifen ausspricht, während er aber in den letzten Wochen nichts dagegen unternommen hat, dass dort Tausende von Kindern im Kugelhagel gestorben sind. Ich glaube, das ist nur ein Zugeständnis an die vielen Leute in der Welt, denen das ganze Geschehen bis hier oben steht, die einfach nicht mehr mit ansehen können, wie dort ein ganzes Volk in einem Genozid versichtet wird. Das Gleiche gilt für das Regime Zelensky in der Ukraine, das mit jedem Tag in der Welt mehr an Rückhalt verliert. Also ich glaube, dass Herr Zelensky inzwischen auch nicht mehr ganz so großmäulig auftritt, wie er das noch vor 3-4 Wochen getan hat. Deswegen, weil der digital-finanzielle Komplex im Moment einfach ein anderes Schlachtfeld gefunden hat, auf dem es sich zu kämpfen finanziell mehr lohnt als in der Ukraine. Der Ukraine-Krieg ist noch lange nicht vorbei, der Ukraine-Krieg wird weitergehen, er wird möglicherweise auch ausgeweitet werden, aber im Moment liegt der Fokus einfach auf dem Nahen Osten. Und vor allem versucht man ja im Nahen Osten auch die anderen Länder mit hineinzuziehen. Man versucht den Libanon über die Hezbollah hineinzuziehen. Die Hezbollah wird gesponsert vom Iran. Man weiß, dass der Iran im Hintergrund da sich auch auf einen Krieg vorbereitet. Inzwischen kommen ja auch aus dem Jemen die ersten Raketen. Dazu muss man wissen, dass die Houthis, die inzwischen die jemenitische Hauptstadt Sanaa beherrschen, dass die auch vom Iran finanziert werden. Also da braut sich im Moment etwas ganz Ungeheuerliches zusammen. Aber dass die Mainstream-Medien jetzt immer härter gegen Kritiker wettern, ist auch kein Zeichen von Stärke. Also dass im Moment solche Begriffe kursieren wie Antisemit, wenn man nur darauf hinweist, dass die israelische Regierung vielleicht im Unrecht sein könnte mit dem, was sie tut, dass es einen Unterschied gibt zwischen Verteidigung und Vergeltung. Wenn man nur da den kleinsten Kritikpunkt äußert im Moment, gilt man ja sofort als Antisemit und wird in unseren Zeiten jetzt auch noch als Judenhasser diffamiert. Also dass die Menschen, die für die unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen auch nur Friedensverhandlungen fordern, als Judenhasser verleumden, das ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Zeichen von Schwäche. Und das ist auch noch lange nicht alles. Wir werden aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Probleme ein weiteres Ansteigen der Inflation, wir werden massenweise weitere Insolvenzen und auch ein kräftiges Ansteigen der Arbeitslosenzahlen bei gleichzeitigem Ansteigen der Ausgaben für Rüstung erleben. Aber so schlimm diese Entwicklung auch ist, sie bringt auch eine historische Chance mit sich.
Der Nährboden, auf dem man Menschen aufklären kann, war nie größer als heute. Die Menschen werden auf den Druck, der auf sie ausgeübt wird, mit Gegendruck reagieren. Sie werden anfangen, sich umzusehen, sie werden beginnen, Fragen zu stellen und sie werden auf jeden Fall an denen zweifeln, denen sie bisher gefolgt sind. Und dann gibt es noch ein überaus positives Signal. Selbst wenn es dem digital-finanziellen Komplex gelingt, das neue Geld und damit ein neues Finanzsystem zu etablieren, dann wird er sehr bald sein blaues Wunder erleben. CBDCs werden nämlich nicht funktionieren. Gepaart mit dem universellen Grundeinkommen werden sie sehr rasch für eine zunehmende Entwertung dieses Geldes sorgen, die durch keine noch so raffinierte finanzielle Maßnahme aufzuhalten sein wird. Also die CBDCs beruhen auf der Theorie der Modern Monetary Theory. Und die Modern Monetary Theory besagt, man kann so viel Geld drucken, wie man möchte, man muss es nur in die richtigen Kanäle fließen lassen. Diese Modern Monetary Theory hat viele Anhänger gefunden in den letzten 15 Jahren, weil es da tatsächlich so ausgesehen hat, als könnte sie stimmen. Weil wir haben nämlich seit 2007, 2008 ein unglaubliches Gelddrucken erlebt. Wir haben aber über lange Zeit kein Ansteigen der Inflation gehabt, jedenfalls nicht im Alltag. Das hat für die meisten Leute das Signal gegeben, also man kann jetzt Geld drucken, so viel man will, das wird die Inflation nicht anheizen. Was diese Leute nicht beachtet haben, ist, dass es eine Inflation gegeben hat, die ganze Zeit. Nicht aber im Alltag, sondern an den Aktienmärkten, an den Anleihenmärkten und an den Immobilienmärkten. Da sind die Preise immer weiter in die Höhe geschossen. Da haben wir es mit der Inflation zu tun gehabt. Diese Inflation ist erst im Alltag angekommen, aufgrund der Maßnahmen, die im Rahmen der Corona-Krise ergriffen wurden. Und diese Inflation wird durch die gegenwärtige Politik der Zentralbanken auch auf jeden Fall weitergetrieben werden. Die Konsequenz des Gesagten lautet, wir stehen vor sehr unruhigen und auch sehr schwierigen Zeiten, die aber auch eine historische Chance mit sich bringen. Bei allen Zwangsmaßnahmen kann das bestehende System nämlich nur so lange funktionieren, wie die Mehrheit der Menschen den Verantwortlichen vertraut und das System selbst nicht in Frage stellt. Schwindet dieses Vertrauen, dann schwindet auch die Macht derer, die uns in diese historisch einmalige Sackgasse geführt haben. Gut, so viel zur Analyse, aber die Frage, die jetzt im Raum steht, lautet, was kann ich tun? Was kann ich als Einzelner tun? Was kann ich im Verbund mit anderen tun? Auch die beste Analyse nützt schließlich nichts, wenn aus ihr keine Anweisung zum Handeln abgeleitet werden kann. Aber keine Sorge, dazu komme ich nachher im zweiten Teil meines Vortrages. Jetzt gebe ich Ihnen erstmal Zeit, die vielen Informationen zu verdauen, tief Luft zu holen und eine kleine Pause einzulegen. Vielen Dank. Wer gerne ein signiertes Buch haben möchte, ich gehe jetzt weiter. Okay, die Frage, um die es im zweiten Teil gehen soll, lautet ganz eindeutig, was können wir tun? Das Wichtigste ist in meinen Augen informieren. Das, was wir wissen, weitertragen und dabei nicht verzagen. Die Verwirrung der Menschen zur Zeit ist aufgrund des ideologischen Bombardements, dem wir alle ausgesetzt sind, absolut grenzenlos. Ich höre von vielen Menschen immer wieder den Satz, es lohnt sich einfach nicht zu diskutieren,
Ich spreche sogar bei Verwandten und Freunden gegen eine Wand. Das wird sich ändern. Viele Menschen sind aktuell so verunsichert, dass sie es einfach nicht zulassen, wenn ihnen jemand reinen Wein einschenkt, dass sie sofort dicht machen, wenn man an ihren falschen Vorstellungen rüttelt. Aber genau das wird sich ändern, weil das Leben dieser Leute heute bereits anfängt zu bröckeln. Diese Leute spüren die Inflation am eigenen Leib, sie haben Zukunftsangst, sie sind vom Jobverlust bedroht und flüchten sich deshalb in eine Vogelstraußhaltung und stecken den Kopf in den Sand. Aber das kann man auf Dauer nicht durchhalten. Irgendwann müssen auch diese Leute Luft holen und sich der Wirklichkeit stellen. Und dann werden sie sich ganz sicher nicht denen zuwenden, die sie vorher belogen, betrogen und die Dinge schöngeredet haben. Eine solche Informationskampagne sollte auch kleine und mittelständische Betriebe, sollten die auch möglichst schnell in Gang setzen. Man muss ja eins klar und deutlich sagen. Der Mittelstand hat in den vergangenen Jahren im Tiefschlaf sich gehalten und ist zum großen Teil bis heute leider nicht aufgewacht. Statt in der Plattformökonomie den gemeinsamen Gegner zu sehen und sich gegen ihn zu verbünden, wursteln die meisten KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, heute immer noch hilflos als Einzelkämpfer vor sich hin und verlieren so immer mehr ihre Selbstständigkeit und ihre Freiheit. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, wie so eine Informationskampagne von KMUs aussehen könnte. Also ein Restaurant bei mir in der Nähe in Berlin hat folgenden Flyer für seine Kunden verfasst. Liebe Kundinnen und Kunden, zurzeit gehen bei uns viele Bestellungen über Lieferando und andere Lieferdienste ein. Was Sie möglicherweise nicht wissen, ist, dass diese Unternehmen von uns für jede Bestellung hohe Provisionen fordern. Um Ihnen weiterhin beste Qualität zu fairen Preisen anbieten zu können, bitten wir Sie daher, direkt bei uns zu bestellen. Entweder über den unten aufgeführten QR-Code unserer Website oder aber telefonisch. Ihre Unterstützung als treue Kunden bedeutet uns viel. Durch Ihre Direktbestellungen helfen Sie uns, hohe Kosten von Lieferdiensten zu umgehen. Als kleines Dankeschön bei einer Direktbestellung sparen Sie bei uns 1 Euro Anfahrtgeld im Vergleich zur Bestellung über Lieferando. Also sowas ist in meinen Augen absolut nachahmenswert. Es kann doch nicht so schwer sein, dass Sie sämtliche selbstständige Gastrounternehmer in einer Stadt oder in einer Region zusammentun, die Speisen- und Getränkezustellung lokal gemeinsam organisieren und sich dann mit einem solchen Flyer an seine Kunden zu wenden. Ich denke, auch andere Branchen könnten dem Beispiel folgen. Es hindert doch niemanden, die Einzelhändler und die Dienstleister in einer Stadt oder in einer Region daran, sich zusammenzutun und gemeinsam aktiv zu werden. Und man könnte sogar versuchen, den Gegner mit den eigenen Waffen zu schlagen und im Internet neue, diesmal aber regionale Plattformen zu erstellen. Ich denke, es gibt heute genügend junge Leute, die gute Erfahrungen haben und die wirklich auch bereit sind, Unternehmern zu helfen für wenig Geld. Also man muss da wahrscheinlich im Moment auf die 14- bis 16-Jährigen zurückgreifen, wenn man so eine Plattform erstellen will, und wird dann wahrscheinlich überrascht sein, was die alles in kurzer Windeseile da hervorzaubern können. Also ich weiß, ich habe ja einige Reden gehalten in Lutherstadt-Wittenberg und da haben einige Unternehmer das tatsächlich gemacht, einige Einzelunternehmer, und das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Aber es sind nicht nur Unternehmen, die aktiv werden müssen, auch die Beschäftigten dieser Unternehmen müssen sich an der Aufklärungskampagne beteiligen. Denn schließlich
bedeutet der Bankrott von kleinen und mittleren Unternehmen ja auch für sie den Wegfall ihrer Lebensgrundlage. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand gern in der Welt leben möchte, in deren Richtung wir uns aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der zunehmenden politischen Korrektheit im Moment gehen und in der Tagesablauf einer vierköpfigen Familie in meinen Augen in Zukunft folgendermaßen aussehen könnte. Also man stelle sich eine Familie im Jahre 2030 beim Frühstück vor. Der Transgender-Vater und die Mutter, eine LGBTQI-Aktivistin, fragen die Kinder zuerst einmal vor dem Kakao, ob sie diesen Tag als Jungen oder als Mädchen oder möglicherweise als eines der anderen 15 inzwischen entdeckten Geschlechter verbringen wollen. Anschließend verbringen die Eltern seit Monaten arbeitslos den Vormittag damit, ihr universelles Grundeinkommen, dessen Ablaufdatum immer näher rückt, digital auszugeben. Die Kinder erhalten unterdessen im Rahmen des Homeschooling, das wegen der aus Kostengründen und zum Schutz vor Pandemien erfolgten Schulschließungen eingeführt wurde, am iPad ihren Unterricht im Kinderzimmer. Am Mittag wird das Essen dieser Familie von einer Großküche kommend per Drohne auf der Terrasse des Hauses abgesetzt, da privates Kochen für weniger als 12 Personen aus Klimaschutzgründen von der grünen Regierung untersagt wurde. Das Essen besteht aus Laborfleisch und durch Vertical Gardening künstlich erzeugtem Gemüse, ebenfalls dem Klima zuliebe. Beim Essen müssen die Eltern den Kindern dann eröffnen, dass sie beschlossen haben, die Haustiere, den Hund und die Katze, einschläfern zu lassen, weil sich deren hoher Methanausstoß negativ auf das Sozialkreditsystem der Familie auswirkt. Und um die Kinder über den Verlust ihrer Lieblinge hinwegzutrösten, dürfen beide am Nachmittag mit VR-Brillen ausgerüstet in ihrem Zimmer im Metaversum zu einem virtuellen Kurzurlaub in die Karibik aufbrechen, während der Vater Hund und Katze mit einem autonom fahrenden Taxi zu einer Tiersammelstelle bringt, wo ihm für das Abgeben der beiden per Gesichtserkennung einige Punkte auf dem Sozialkreditkonto gutgeschrieben werden. Nach dem Abendessen unterhält sich die Familie dann noch mit Oma und Opa. Natürlich aus Klimagründen virtuell, denn die beiden wohnen außerhalb der 15-Minuten-Stadt und dürfen aus Klimaschutzgründen höchstens 6-mal im Jahr und dann auch nur unter Beachtung der von der WHO weltweit vorgegebenen Gesundheitsregeln besucht werden. Vor dem Schlafengehen dann nimmt jedes Familienmitglied noch eine sogenannte Smart Pill ein, die in wenigen Minuten über die Magensäure ermittelten Werte per WLAN an das nächste medizinische Versorgungszentrum weitergibt, um so frühzeitig Krankheiten zu erkennen und die Behandlungskosten zu senken. So absurd das Ganze erscheint, aber sehr weit sind wir heute von dieser Welt nicht entfernt. Aber jeder Einzelne von uns sollte sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und zwar, wenn nicht um unserer selbst willen, dann zugunsten unserer Kinder und unserer Enkel, denen eine solche Welt erspart bleiben möge. Gut, was können wir sonst tun? Genau das, was wir hier und heute machen. Nämlich zusammenkommen und uns vernetzen. Die vor uns liegende Zeit wird nicht einfach und da braucht man Gleichgesinnte, um stark zu bleiben und muss ein gutes Netzwerk haben, um in schwierigen Situationen Hilfe zu erhalten oder auch selbst Hilfe leisten zu können. Und zum Schluss noch ein paar ganz konkrete Hinweise. Vertrauen Sie Ihre Ersparnisse auf keinen Fall einer einzigen Bank an.
Informieren Sie sich über die Bail-In-Regelung, die seit 2016 in der EU gilt. Die besagt nämlich, dass Banken in Zukunft auch mit den Geldern der Einleger gerettet werden dürfen. Rechnen Sie nicht mit einem Nachlassen der Inflation, und zwar schon gar nicht im Bereich der Nahrungsmittel. Bereiten Sie sich im Gegenteil auf Knappheiten, sowohl bei den Nahrungsmitteln als auch bei, ganz wichtig, Medikamenten vor. Vertrauen Sie auf Sachwerte. Denken Sie daran, was der berühmteste Banker des letzten Jahrhunderts, John Pierpont Morgan, gesagt hat. Nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Setzen Sie deshalb auf Edelmetalle. Legen Sie sich einen Vorrat auch an Silbermünzen an, um bei einem Crash des Systems im Alltag über die Runden zu kommen. Verzichten Sie allerdings auch im Moment nicht auf Bargeld. Halten Sie etwa für 2 bis 3 Monate Bargeld vor, weil es möglicherweise, wenn die Banken weiter in große Schwierigkeiten geraten, zu einem Bank Holiday kommen kann. Also die letzten Zahlen aus Amerika sind relativ erschreckend. In Amerika sind mehrere hundert Banken im Moment in ganz großen Schwierigkeiten, weil die Preise der Staatsanleihen so stark runtergegangen sind. Also immer wenn die Zinsen für die Staatsanleihen hochgehen, dann gehen die Preise für die Staatsanleihen runter. Ganz viele Banken haben als Sicherheit in ihren Tresoren diese Staatsanleihen. Und die haben natürlich gewaltige Verluste eingefahren in der letzten Zeit. Das sind alles die sogenannten nicht realisierten Verluste und die betragen inzwischen dreistellige Milliardenbeiträge. Und das wird irgendwann dazu führen, dass diese Banken den Bankrott erklären werden. Und das kann möglicherweise dazu führen, dass man einen Bank Holiday erklären wird. Das heißt, dass die Banken dann für eine gewisse Zeit geschlossen sein werden. Und was das dann bedeutet, das haben wir in Griechenland und Zypern gesehen, wo sich dann riesige Schlangen vor den Geldautomaten gebildet haben, die bei Geldautomaten aber auch sehr schnell leer gewesen sind und die Leute dann ohne Geld dargestanden haben. Setzen Sie aber vor allem auch auf die Ausbildung von Kindern und Enkeln. Denn die nächste Generation, für die wird es schwierig, ohne gute Ausbildung ein gutes Leben zu führen. Aber vor allem bleiben Sie informiert und kritisch, verlieren Sie nicht den Mut und denken Sie immer an den Spruch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Vielen Dank. Um dem Ganzen noch eine kleine heitere Note zu verleiten, hat Peter Schütte noch einen kleinen Film zur künstlichen Intelligenz mitgebracht. Terminator. Tja, da haben wir schon das Technikproblem. Jetzt weiß ich, warum ich darauf verzichte. Ich werde immer gedrängt, auch solche Bilder in meinen Vorträgen einzubauen, aber ich habe das zu oft erlebt, was jetzt gerade passiert ist. Autofahren im Jahr 2039. Hallo, für Natur und Frieden. Ich wollte fragen, warum mein Auto abgestellt wurde. Guten Tag, für Natur und Frieden. Ihr wöchentliches Kilometerguthaben ist verbraucht. Mein Kilometerguthaben? Bürger dritter Klasse dürfen zum Umweltschutz maximal 100 Kilometer in der Woche fahren. Ja, aber ich habe mir doch extra ein E-Auto gekauft. Ihr Auto hat Gummireifen und der Abrieb davon erzeugt Partikel, die die Umwelt verschmutzen. Ich dachte, mit E-Auto kann ich jetzt normal fahren. Aber das können Sie ja. Jedoch maximal 100 Kilometer in der Woche. Können Sie bitte mein Auto wieder einschalten? Selbstverständlich. Das kostet 10 Euro. Na, ja, das geht doch. Pro Kilometer. 34 Kilometer noch vor mir. Ich weiß. Ich habe Daten darüber, wo Sie wohnen und wo Ihr Auto gerade ist. Übrigens sind Sie vor 7 Minuten zu schnell gefahren. Das kostet 35 Euro. Können Sie mein Auto bitte wieder anmachen? Ich zahle ja. Tut mir leid. Unsere Stimmenanalyse hat ergeben, dass Sie sich gerade aufregen. Unter diesen Umständen kann ich Ihr Auto nicht starten und Sie können nicht... Ja, wir haben erkannt, dass Sie sich aufregen. Das war so eine kleine Anekdote, bevor wir zu den Fragen kommen. Wir sind auch nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt. Ich habe heute Morgen erfahren von meinen Verwandten in den USA,
dass ab 2026 jetzt in den USA Vorschrift ist, dass in die Autos eine Alkoholerkennung eingebaut wird. Also es ist einfach unglaublich, wie schnell diese ganze Entwicklung voranschreitet. Es gibt ja auch Städte in Kalifornien inzwischen, wo das autonome Fahren schon eingesetzt hat. Und es gibt übrigens in Kalifornien jetzt auch Restaurants, wo das von mir vorhin erwähnte Laborfleisch schon gegessen und verzehrt werden kann. In Singapur können Sie auch in einem diversen Restaurants inzwischen künstliches Hähnchen, künstlich erzeugtes Hähnchenfleisch kaufen. Ja, wir haben uns heute schon, wir beide zumindest, über die erste Frage unterhalten. Warum lehnst du so eher die Kryptowährungen ab? Die haben doch in den letzten Jahren immense Gewinne abgeworfen. Also immense Gewinne kann ich nicht gerade bestätigen. Es geht da immer auf und ab. Also man muss auch unterscheiden zwischen Bitcoin selber und den vielen anderen Kryptowährungen, die es gibt. Ich bin da in allen Fällen überaus skeptisch, und zwar auch wieder aus historischen Gründen. Bitcoin ist 2009 in die Welt gekommen, also kurz nach der großen Weltfinanzkrise. Und Bitcoin hat in der ersten Zeit vor allem dazu geführt, ganz viele junge Menschen vom Bargeld abzubringen. Und ich denke, da kann auch ein Plan dahinter gesteckt haben. Es weiß bis heute keiner, wer Bitcoin ins Leben gerufen hat. Es kann nicht ein Einzelner gewesen sein. Dazu sind viel zu mehr extensive Forschungen erforderlich. Es kann aber gut möglich gewesen sein, dass die Geheimdienste damit im Spiel gewesen sind. Bitcoin ist außerdem immer ganz starken Schwankungen unterworfen. Also wenn Elon Musk mal etwas Positives über Bitcoin sagt, dann geht es so. Andernfalls geht es runter. Also Bitcoin ist auch Teil des großen Finanzcasinos inzwischen geworden. Man kann Derivate auf Bitcoin abschließen und kaufen. Also das ist nicht der große Retter. Und das Problem ist, dass Kryptowährungen an sich, auch Bitcoin selber, nicht das größte Problem von Geld lösen. Das größte Problem von Geld ist die ungleiche Verteilung in der Welt. Und da werden Kryptowährungen und Bitcoin nichts dran ändern. Warum beziehst du China wenig in deinen Vortrag mit ein? Unterstützt Iran, um den Krieg zu schüren, kauft die halbe Welt auf. Ja, China kauft tatsächlich die halbe Welt auf, aber uns wird ja immer so ein riesiger Widerspruch präsentiert, dass auf der einen Seite die BRICS-Staaten in der Leitung von China da sind und dass wir auf dem Weg in eine multipolare Gesellschaft wären. Das halte ich alles für ganz großen Unsinn. Wir sind in der unipolarsten Welt, die es je gegeben hat. Der digital-finanzielle Komplex beherrscht nicht nur den Westen, sondern auch den Osten. Wir wissen, dass die kommunistische Partei in China ganz stark mit dem Silicon Valley zusammenarbeitet. Also man soll sich da nicht drüber hinwegwaschen. Außerdem laufen die ganzen Agenten, die im Westen laufen, genauso in China. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dort haben 250 Millionen Leute bereits eine Wallet, haben das neue digitale Geld bereits akzeptiert. In Russland das Gleiche. In Russland wird nächstes Jahr der digitale Rubel eingeführt. Unter anderen ideologischen Voraussetzungen. Bei uns heißt es, wir machen das, um Schwarzgeld aus dem Verkehr zu ziehen. In Russland heißt es, wir müssen uns vor dem Einfluss der Sanktionen davor befreien. Also die Ausreden der Politiker sind immer andere, aber die Agenda ist im Grunde die gleiche. Also China, muss man sagen, China ist auch ganz stark im World Economic Forum. Wer mein Buch da liest, wird das erfahren. Ganz stark im World Economic Forum vertreten. Das World Economic Forum hält seine größten Veranstaltungen nicht in Davos ab, sondern in China. Also dieser große Gegensatz, der Westen auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, ist in meinen Augen eine große Irreführung der Öffentlichkeit. Tja, digitale Welt und die künstliche Intelligenz. Sind die eigentliche Weltmacht nicht die Hacker? Die können doch jederzeit die digitale Welt zum Stillstand bringen. Ja, aber diese ganzen Hacker werden ja sofort eingekauft. Also es ist ja ganz interessant, wenn man sieht auch die ganzen Unternehmen, die gegründet worden sind, wie Kaspersky und so, um Viren zu bekämpfen. Die haben sich immer in der Hacker-Szene umgesehen und da die besten Leute dann für sich ins Silicon Valley geholt und denen sehr hohe Summen bezahlt, damit die für sie arbeiten. Also da wurden dann die Viren auf der einen Seite gefördert, damit man die Antivirenprogramme dann auch wieder kaufen konnte. Also das Ganze ist natürlich der Geschäftswelt unterworfen und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Sind die wirklichen Strippenzieher nicht auch bei den Juden zu finden und ja, bei den Rockefellers? Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Also das ist natürlich eine Aussage, da kann ich mich überhaupt nicht anschließen. Also ich trenne zwischen dem Glauben eines Menschen und dem, was er tut. Also ich weiß, dass man mir oft vorwirft, du bist Antisemit. Und dann frage ich immer, warum bin ich Antisemit? Ja, du kritisierst ja erstens die Federal Reserve.
Denn die Mehrheit der Leute, die in der Federal Reserve was zu sagen haben, sind Juden. Und du kritisierst ja auch BlackRock. Und der Gründer von BlackRock, Larry Fink, ist ja auch Jude. Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Mir ist es herzlich egal, ob diese Leute Juden sind, ob die Moslems sind oder ob die Christen sind oder ob die Buddhisten sind. Ich beurteile die nach dem, was sie tun und nicht nach dem, was sie glauben. Das ist ein großer Einfluss, der Juden auf die Wall Street gegeben hat in der Vergangenheit, ist unbestritten. Das heißt aber noch lange nicht, dass man deswegen alle Juden dafür verdammen muss. Also man muss da schon sehr genau hingucken. Also wir dürfen auf keinen Fall in diese Ecke gedrängt werden, in die man uns gerne hätte, dass wir nämlich so pauschalisieren wie die Gegenseite. Also im Moment ist es ja so, dass wenn man nur den kleinsten Hauch einer Kritik an der israelischen Regierung übt, man sofort als Antisemit und als Juden, dass er verstehen wird. Und das ist einfach unerträglich, so etwas. Aber die Juden pauschal irgendwie mit den ganzen Verbrechen im Geldsystem in Verbindung zu bringen, das wird man von mir nicht mehr. In welcher Form kann man als Privatperson gezwungen werden, das Einheitseinkommen anzunehmen, durch einen Chip in der Hand oder auf dem Hirn? Ja, diese Chips im Hirn, das ist eine Geschichte der Vergangenheit, die braucht man heute überhaupt nicht mehr. Also man arbeitet da an ganz anderen Einflussmöglichkeiten. Heute wird das über irgendwelche Magnetwellen gesteuert, da ist die Forschung auch schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Also es gibt im Internet einen Film, der einem wirklich Angst macht, wie man den Menschen, das Gehirn des Menschen heute lesen kann. Also es gibt da einen kurzen Film, wo ein Mensch vor einem Gemälde steht und die Hirnströme dieses Menschen von der künstlichen Intelligenz gemessen werden. Und diese künstliche Intelligenz, ohne das Bild selber zu sehen, stellt dieses Bild selber wieder her, indem sie die Hirnströme des Menschen erfasst. Und dann kann man sich diese beiden Bilder angucken und die haben wirklich sehr viel Ähnlichkeit miteinander. Also es ist tatsächlich heute schon möglich, Gedanken von Menschen zu lesen. Und da ist die Forschung also längst über den Zeitpunkt hinweg, wo man den Leuten irgendwelche Implantate ins Gehirn einpflanzen müsste. Wie heißt denn der Film? Wie gibt's er denn? Ich weiß nicht, unter welchem Namen der ist, aber da einfach so auf Englisch mal eingeben, Artificial Intelligence und dann Mind Recognition und dann Picture oder ein paar Begriffe, die damit vielleicht zu tun haben können, dann findet man den. Weil du so gut Englisch sprichst. Es gibt ja da dieses Me Too und mich auch und so weiter. Gibt es das wirklich oder werden Menschen beeinflusst, wie Schauspieler zum Beispiel, sich zu äußern, dass der oder jener, weil er im System nicht mitmacht, Dinge getan hat, die er eigentlich nicht hätte tun sollen? Ganz offensichtlich wird das gemacht. Also wir haben ja gesehen, dass relativ prominente Leute da absolut existenziell vernichtet wurden. Also ob das nun Harvey Weinstein gewesen ist oder ob das, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, der wegen seiner schwulen Aktivitäten am Set da irgendwie auch völlig ins Abseits gestellt wurde. Also da wird ganz gezielt gegen bestimmte Leute vorgegangen. Das ist auch ganz interessant, dass diese Agenda, diese Minderheitenagenda der Mehrheit im Moment so aufgepfropft wird. Also es gibt ja nicht nur die MeToo-Bewegung, es gibt ja heute solche Sachen wie, dass uns allen empfohlen wird, vegan zu leben. 99% der Leute haben überhaupt gar keine Lust, vegan zu leben. Aber das wird uns jeden Tag immer aufoktroyiert und daran kann man sehen, wie mächtig diese Lobby inzwischen geworden ist. Also die nimmt dann irgendwelche Randgruppen, deren Interessen werden dann als Interessen der Gesamtheit verkündet. Und da wird dann auch unglaublich übertrieben. Also ich habe neulich zum Beispiel, ich meine, jeder normale, anständige Mensch hat Respekt vor behinderten Menschen. Und wenn jemand an Trisomie leidet, wenn jemand an, früher hieß es Mongolismus, leidet, dann hat man diesen Menschen Respekt gegenüber zu zeigen und diesen Menschen wie einen Menschen zu behandeln. Aber das muss nicht so weit gehen, wie es jetzt in Berlin geht. Da werden nämlich Trisomie-Kranke als Lehrer ausgebildet, nur damit man zeigt, dass diese Leute auch etwas wert sind. Diese Leute werden missbraucht auf diese Art und Weise. Und ich finde das eigentlich ganz schrecklich. Also so werden eigentlich gute Ansätze im Moment so übertrieben, dass sie eben genau ihr Gegenteil umschlagen. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung. Würdest du ein kurzes Statement zur Klimakrise abgeben? Ja, die Klimakrise ist eine ganz große Erfindung. Also das Klima hat sich immer geändert. Wir haben es in der Welt mit großen ökologischen Problemen zu tun. Also die Welt befindet sich in keinem guten Zustand. Wir wissen, dass das Artensterben voranschreitet. Wir wissen, dass die Ozeane in einem sehr schlechten Zustand sind. Aber all das, was angeblich und vermeintlich gegen den Klimawandel
Wandel gemacht wird, wird nicht dazu beitragen, die Welt irgendwie ökologisch besser zu machen. Das trägt nur dazu bei, dass einige Leute über die CO2-Steuern wieder sich die Taschen voll machen. Also die ganze Agenda, die uns davon macht, dass das CO2 schuld ist, an dem Sterben von irgendwelchen Insekten in Südamerika, das ist absolut ein Unsinn. Das dient nur dazu, die Leute zu verwirren. Wer wirklich, selbst wenn es CO2 wäre, dann wäre es eine Maßnahme, um CO2 ganz schnell einzuschränken. Dann müsste man verbieten, dass der Schiffsverkehr auf der Welt weiter mit Rohöl funktioniert. Weil das sorgt für einen sehr hohen CO2-Ausstoß, der wesentlich höher ist als der von Autos. Also all das, was uns da vorgemacht wird, ist nichts anderes als Geschäftemacherei. Und da werden gerade die Grünen im Moment vorangeschickt, weil die da offensichtlich bei vielen Menschen noch am glaubhaftesten rüberkommen. Aber die Grünen haben ihre Seele und ihr Herz vor Jahren schon verkauft. Die waren die deutschen Grünen jedenfalls haben im Serbienkrieg schon damals an einen Krieg mitgemacht. Die sind heute beim Ukraine-Krieg mit dabei. Und die sind inzwischen nichts anderes als die Form von BlackRock. Also der deutsche Wirtschaftsminister, Herr Habeck, lässt sich da von einer BlackRock-Bankerin beraten. Die ist seine wirtschaftspolitische Assistentin. Also da haben die Leute wirklich ihre Seele und ihr Herz längst verkauft. Die Arbeitslosenzahl wird immer höher. Was passiert da? So, liebe Seher von CryptoTV, falls ihr euch wundert, warum wir so mittendrin abrupt abgebrochen haben. Es ist einfach so, dass die Zeit dahin läuft und ich meinen Dienst antreten muss, den Roman vorher noch einbringen muss. Das heißt, wir haben da eh schon das Zeitfenster heute aufs Maximum aufgedehnt. Dementsprechend ist jetzt hier Schluss mit lustig. Ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Tipp, der da zu Lösung der Problematik genannt wurde, aufgreifen und endlich auch umsetzen. Ich sage da einfach einmal sozialer Ungehorsam, Aufklärungsarbeit, sprich auf der Straße Gesicht zeigen, ist definitiv kein Fehler, nach wie vor nicht, und es wäre mal schön, wenn das etwas zahlreicher passiert. Und in Romans Namen hätte ich gesagt, das wäre natürlich auch vielleicht ganz spannend, wenn diese Videos auch mal ein bisschen geteilt und verbreitet würden, weil es eben um die Aufklärung und Information geht. Damit bin ich jetzt raus, weil ich muss mir jetzt das gastronomische Treiben im November anschauen, und wir sehen uns dann demnächst wieder im Wahnsinn. In diesem Sinne, gute Nacht, armseliges Österreich. Wir sind der Wien.